Ja, willkommen zum 27. Donnerstag in Folge, hoffe ich. Ich habe zwar nachgeguckt, aber ich habe es sofort wieder vergessen. Weil, wieso auch nicht, ja? Kann man ja mal machen. Und 27, das heißt, es geht schon über einem halben Jahr, so wenn ich mich nicht irre. Weil, soweit ich weiß, hat ein Jahr 51 Wochen oder 52 oder... Ich glaube, es war irgendwas mit 50, ja. Egal, ist aber auch vollkommen egal, denn... Wir wollen ja nicht drüber reden, wie viele Wochen irgendwelche Wochen sind. Nee, wie viele Wochen ein Jahr sind, so. Sondern heute habe ich mir etwas ausgesucht, wo Leute auch gerne instant abschalten dürfen, denn es hat vielleicht Spoiler, ja? Muss man so sagen. So, ich möchte euch vorwarnen, Spoiler. Denn, ja, ich habe mir so übers Wochenende jetzt Stranger Things reingeguckt, die Netflix-Serie. Was heißt übers Wochenende? Eigentlich nur über den Samstag an einem Stückchen. Das kann sich jeder ausrechnen, wenn eine Folge zwischen 40 und 15 Minuten, für 50 Minuten dauert, das mal 8. Da bist du bei um die 5 bis 6 Stunden. Nee, doch, weiß ich nicht. Ja, doch, müsste hinkommen. Weiß ich nicht. Auch egal. Und genau. So, für alle, die das jetzt nicht kennen. So, das ist eine Serie, die läuft auf Netflix. So, jeder, der sich die anschauen sollte, sollte das auf Englisch machen. Wer kein Englisch kann, aber Untertitel lesen kann und trotzdem sich auf die Serie konzentrieren kann, dann gerne so, weil auf Deutsch kommt es nicht rüber. Also, so ich hate ja ungerne deutsche Synchros und alles, ja, aber die ist halt echt, sie ist nicht schlecht, sie ist gut und, also sie ist schon gut, sie nimmt auch alles so rüber und versaut keine Witze oder versaut Kontext oder so, aber sie hat halt einfach nicht die Emotionen, die rübergebracht werden, was gerade bei Stranger Things sehr wichtig ist, weil, und da kommen wir zu dem Punkt, wo ich eigentlich hin wollte, wer Stranger Things nicht kennt, es ist ein Horror, Drama, Ding. Und überall, wo Drama mitspielt und Horror, musst du ordentlich Emotionen rüberbringen. Und wenn man das halt in der Synchro nicht schafft, ist halt scheiße. So. Und genau, worum geht's da eigentlich? Da sind halt diese vier Jungs. So. Also, ich erzähle ein bisschen vom Anfang und so weiter, ne? Da sind halt diese vier Jungs. Und sind relativ gute Freunde, die sind alle so zwischen 12 und 14 Jahre alt, also in der Serie und in echt auch. Und ich habe Haare in der Fresse und die nerven gerade übelst. So, jetzt geht's wieder gut. Und die ganze Serie spielt sich in den 80ern ab, das heißt, Elektronik gab es noch nicht so viel. Die sitzen halt zu viert im Keller, spielen Dungeons Dragons, also D&D, für die Leute, die gerne Abkürzung benutzen und dann gehen die nach Hause und auf dem Nachhauseweg passiert dem einen was und er verschwindet, sagen wir mal, ja. Zeitgleich taucht aber lustigerweise eine andere Person auf, diesmal kein Junge, sondern ein Mädchen. Und das mischt sich dann so also zu dieser Gruppe hinzu und das Ganze nimmt dann einen Lauf in Richtung Regierung und Regierungsvertuschung und ja, Verschwörungstheorien und da spielen halt hauptsächlich diese Kinder. So, das sind Kinder, das sind Kinderschauspieler, die spielen Kinder und so weiter. Und der Hauptfokus liegt wirklich auf denen. Also die Hauptstory wird von denen halt getrieben. Und das ist halt das Krasse. Es ist eine Story, die relativ lang geht auch, wo die Hauptcharaktere einfach Kinder sind. Und es ist nicht schlecht geworden. Es ist sogar sehr gut geworden. Ich bin selten, oder eigentlich noch, nee, ich bin noch nie aus einer Serie rausgegangen, wo ich mir dachte, jo, das war geil. So, weil du baust, ein Film oder eine Serie ist immer gut, wenn man eine Verbindung zu den Schauspielern aufbauen kann, beziehungsweise zu den Charakteren, die sie verkörpern. So, und das konnte ich zu 100% da machen, weil die einfach so gut rübergebracht worden sind, die haben auch ein Award bekommen, ja? Weil es sind einfach, also diese ganze Serie und eine der erwachsene Zuschauerin und eine der jüngeren Schauspielerin und eine der jüngeren Schauspielerinnen. Und es sind einfach die besten Kinderschauspieler, die ich je gesehen habe, die dann auch noch die quasi die beste Performance ihres bisherigen Karrierelebens abgelegt haben. Und das merkt man auch. Also die Serie ist halt, der Anfang ist ein bisschen, gerade mit den Dungeons & Dragons, weiß ich nicht, kam ein bisschen cringy rüber bei mir, so weiß ich nicht. Keine Ahnung wieso. Aber danach, es war super. Also schauspielerisch eine Meisterleistung in meinen Augen. Und
ja, normalerweise habe ich das so, du guckst eine Serie oder einen Film und der ist geil. Da hast du so, denkst doch ab und zu so dran, die nächsten 2 Tage, so. Aber nicht wirklich intensiv, so. Aber bei Stranger Things, du hast halt, bist halt in diesem Ding drin und so, wie und warum ist das jetzt passiert und strichst dir deine eigenen Sachen, also zumindest bei mir und, also ja, das, also, ich, so ein bisschen rumfanboy, ne, für die Serie ist klar, weil es ist einfach super. So, ich würde sagen, sie kam 2016 raus, ich habe sie 2017 geguckt. Nichtsdestotrotz ist es jetzt schon meine Lieblingsserie 2017. So, ganz einfach. Und das hat aber auch damit zu tun, dass auch die ganzen Schauspieler neben den Filmen auch noch so gut rüberkommen. Also, sind Kinderschauspieler, die sind relativ erwachsen. Also, die benehmen sich auch erwachsen, die können sich artikulieren besser als ich, die können besser sprechen als ich, die können alles besser als ich. So. Aber im gleichen Moment sind sie auch noch verspielt und sind Kinder. Das heißt, sie werden zu nichts gezwungen und alles. Das ist halt einfach, finde ich, geil. Kann man mal machen. So. Aber nur darauf zurückzukommen. Stranger Things, super. Man muss Englisch für können, weil auf Deutsch möchte ich eigentlich nicht, dass das jemand guckt, weil die Emotionen nicht rüberkommen. Beim Horror-Drama, wie gesagt, Emotionen sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ja, weil die Schauspieler haben sich auch extrem viel Mühe gegeben und ich finde, das kann man denen auch mal eine gönne, indem man es auf Englisch guckt. Nicht, dass die Synchronsprecher sich keine Mühe gegeben haben, aber ja, sie haben es halt nicht so gut rübergebracht, was auch vielleicht daran liegt, dass sie es nicht selbst gespielt haben, sondern nur nachgesprochen haben. Na, man kann natürlich jetzt spekulieren, wie man möchte, ist halt aber leider so. Und ja, jeder, der ein bisschen so das mag, also der Horror ist auch, den Leuten, die ich das empfohlen habe, so 3-4 Stück, haben immer gesagt, Horror, nee, gucke ich mir nicht so gerne an, so in der Woche und bla und blub und gerade als Serie, weiß ich nicht, so als Film, ja, aber als Serie muss ich das nicht haben. Das kommt irgendwie doof rüber, das ist ausgelutscht, aber ist es gar nicht. Also, Stranger Things ist der Horror so, du weißt immer, wann Horror kommt, es wird eingeleitet, es ist sehr leicht verdaulicher Horror, also jetzt nichts, wo du nachts Albträume bekommst oder nicht schlafen kannst oder Angst hast, die Tür zuzumachen im Dunkeln oder was weiß ich, so. Oder im Dunkeln irgendwas zu machen, durchs Haus gehen oder so. Das auf jeden Fall nicht. Es ist auch weniger der direkte Grusel durch Jumpscares oder alles Mögliche. Oder die Atmosphäre ist an sich sehr gut. Also die haben dieses 80er-Thema, auch wenn ich nicht aus den 80er komme. Aber die haben das so gut umgesetzt. Also ich habe auch mit ein paar Leuten geredet, die das gesehen haben und auch aus den 80ern kommen. So, das sind natürlich etwas ältere Menschen jetzt, ne? Aber die haben gesagt, jo, geil. So, natürlich, amerikanische und deutsche 80er waren anders, aber so, es gab natürlich deutlich sehr viele Parallelen. Und das ist auch das, was ich so cool finde an Stranger Things. Es ist halt gerade durch diese jungen Schauspieler, spricht natürlich ein sehr junges Publikum an, eben wie mich, ja, mit 18, aber auch etwas jüngere natürlich, ne? Bis um die 20 rum, so. Und dann ist ja so dieser Bereich, weiß ich nicht, da schauen das entweder Leute, die wirklich sowas mögen. Aber das ist dann nicht mal so ein Casual-Gucken bei denen. So, die interessieren sich da nicht so. Und dann wird es wieder später, so, zu den Ende 30, Anfang 40 und so weiter. Die finden es wieder geil, weil die das mit ihrer Kindheit verbinden können. Und das ist echt, ja, das hat halt eine große Bandbreite, die Serie. Es ist nicht nur für junge Menschen, es ist nicht nur für alte Menschen. Das ist irgendwie alles von beiden Welten. Das ist, weiß nicht, finde ich cool. Und ja. Ist einfach geil. So, aber wie gesagt, der Horror ist leicht verdaulich, um da mal wieder zurückzukommen. Das heißt, das kann man sich auch mal in der Woche geben. Das muss man auch nicht alles in einem Stück gucken. So. Auch wenn ich jemandem das empfehlen würde, schon in der Zeitspanne von einer Woche durchzuschauen, weil die Folgen natürlich extrem stark zusammenhängen. Es gibt keine Rückblicke bei jeder Folge oder sonstiges. Man muss halt schon wissen, was passiert ist. Aber es sind jetzt nicht so 70 Millionen Sachen, die man sich merken muss, dass wenn man, ja, eine Folge mal jetzt erst 2 Tage nach der anderen guckt, dass man da Sachen vergisst, weil die Hauptstory, die hat man drin, das ist relativ einfach. Ich will aber auch, wie gesagt, nicht viel spoilern, ich rede jetzt halt relativ viel darüber, ohne wirklich darüber zu reden. So, versteht man das so ein bisschen? Ich hoffe, ja. Das ist halt, ja, man möchte nicht spoilern, aber falls sich doch jetzt jemand gespoilert fühlt, es tut mir leid, ich habe am Anfang gesagt, kannst abschalten. Es ist nicht mein Problem, ne? Und ich fände es auch super, wenn niemand spoilern würde. Also ich weiß nicht, das ist so wie Undertale. Bei Undertale war das jetzt zeitlang so, niemand wollte gespoilert werden.
auch jeder, der das Spiel schon gespielt hatte, wollte niemanden spoilern. Die haben extra, also ich glaube, ich habe zu keinem Spiel Story leiten, also ein Spiel, was aus Story besteht, was hauptsächlich aus Story besteht, beziehungsweise wo der Story-Aspekt einen größten Teil ausmacht und eine sehr gute Story ist, noch nie gesehen, dass da so wenig gespoilert wurde drüber. So, oder wenn, dann wirklich so gut gekennzeichnet. So, du hast nie so ein Dumbledore stirbt einfach mal aus Versehen gelesen, so. Sondern du hast immer gewusst, wenn ein Spoiler kommt, ist er auch ausgezeichnet und das war super. Und das finde ich, ist, was sollte man bei Stranger Things auch so machen, weil es gibt auch viele Leute, gerade in Deutschland finde ich das, die das nicht gesehen haben und wenn, dann nur relativ oder sehr junge, die sehr affin sind und auch sehr viele englische Serien schauen, so. Für die ist das natürlich gefundenes Fressen, so, weil ja, ist halt eine gute Serie auf Englisch, gibt nicht immer so viele Serien, die man gerade gucken kann und dann gönnt man sich halt jede gute. Aktuell kann ich halt empfehlen, wer es noch nicht gesehen hat, Stranger Things zu 150%. Oh, danach Limitless, auf Englisch, auf Deutsch, ist fast egal. Kann man sich beides gönnen, ist halt so, jo, ich lege mich mal zurück und gönn mir Sache. Ist halt, kann man sich beim Mittagessen meiner Pizza reinziehen oder so. Weiß ja nicht, was ihr alle am Mittag macht. Ich arbeite am Mittag, aber das ist ja eine andere Geschichte. Und All-Time-Klassiker, Favorite natürlich, Castle, Mentalist. Ja, die gehen immer. Und Elementary ist das, glaube ich, dieses Sherlock-Holmes-Ding-Verfilmung, Verdingsung. Die sind auch so geil, aber wer es noch nicht hat, Stranger Things top. Darunter würde ich sagen, ja, doch schon die Liste. Dann darunter Limitless und dann die anderen Serien, aber über die habe ich ja schon mal geredet. Und ja, so, also eine kleine Anmerkung. Fickt euch. Ja? Das ist... Das hat man mir mal gesagt, wieso sagst du neuerdings in deinen Videos bei fuck you? Weil ich denke mir so, oder sage ich fuck you bye? Ich glaube, ich sage immer fuck you bye, so, in der Reihenfolge, weil ich das lustig finde, so. Keine Ahnung, ich finde das ist mir so spontan mal in den Sinn gekommen, so, wieso beleidige ich nicht einfach meine Zuschauer immer, wenn ich gehe? Und ja, das ist jetzt quasi mein Closure geworden, ne? Weil, wieso auch nicht? Ich find's nett. Und es ist halt so eine Sache, ja, jeder Typ hat halt so, jede Person auf YouTube hat so sein Ding. Und ich finde, das könnte mein Ding werden, so dieses fuck you, bye. So, ich bin aber auch jetzt kein Freund von Beleidigung im Internet, so. Also, ich meine, natürlich beleidige ich gerne und man sagt doch mal, auf Spaß im Internet viel, man ist im Internet generell viel aggressiver und wirft mehr mit Beleidigungen um sich. Die Leute halten aber auch deutlich mehr Beleidigungen aus, so. Wenn ich jetzt irgendeinem Fremden sage, Bastard, bla bla bla, der nimmt das zu 99% mehr als mit Humor, als irgendwen, den ich auf der Straße anspreche und so ihr Bastard sage. So, man sollte aber trotzdem ein bisschen auf den Mund achten. Ne? Also, man sollte nicht immer eskalieren. Und so, ich finde so, also wenn man sich kennt und so, ist kein Problem. Aber dann soll man nicht sich nicht angegriffen fühlen, wenn jemand Drittes kommt und dann sagt, man sollte das nicht machen, weil das so verletzend ist. Auch wenn man sich kennt und dann kann die dritte Person natürlich aufklären, jo, wir kennen uns, das passt schon und dann ist okay. Aber nicht die dritte Person dann ankotzen, weil das habe ich auch letztens wieder gehabt, das regt mich dann selber auf und dann kotze ich alle an und dann bin ich der Flame-Gott und alle sterben. Aber ja, das soll es auch wieder mal gewesen sein. Ein bisschen länger tatsächlich dieses Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Fuck you. Bye.